Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Zwei Freunde, mein Name ist Malik, falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Wir müssen den Kult weiterhin finden, Freunde, hier haben wir in der letzten Folge aufgehört. Finde den Festwagen, der in der Seite erwähnt wird. Okay. Dann versuchen wir mal, den Festwagen zu finden. Wo der auch sein soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Whoa, 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 fuck! Oh mein Gott! Okay. LOL! Wo ist der Festwagen? Alter! Was ist denn da hinten los? Oh mein Gott! Habe ich mich erschrocken. Ich muss hier durch. Tja, herzlichen Glückwunsch. Boah, ey. Fängt ja hier wieder gut an. Ist der Festwagen auf der Seite gemeint? Was ist denn hier? Schau uns das mal an. Entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cauldron Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Der Festwagen der Koslekas. Schließe das Übergangsritual ab, untersuche den Bereich des Festwagens. Was für ein verstörender Festwagen. Starr zu, immer und immer wieder. Das muss bedeuten, dass sich der Arm bewegen sollte. Wir schauen uns natürlich alles an hier. Wieso trägt einer von ihnen eine Maske und der andere nicht? Ja, frage ich mich auch. Alles hier so komisch hier wieder. Ich weiß nicht genau, was Puko bedeutet, aber sieht so aus, als würde das Messer fehlen. Digga, das ist so krass, dieses Spiel. Ich muss echt sagen, also, es ist so selten, dass ich sage, ein Game ist so geil. Wirklich. Es ist selten, dass ich das sage. Aber ich finde das richtig geil gemacht. Man merkt richtig, dass das Game eine Story hat, Freunde. Ehrlich. Das finde ich richtig gelungen. Ehrlich. Das ist mega geil. Ich höre kein hämisches Gelächter. Okay. Was ist hier eigentlich? Hier habe ich gar nicht geschaut. Das ist also Koskelas Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe. Souvenirladen. Einfach. Espresso Express. Verstanden. Wissen wir, wo das ist? Wir wissen ja alles, wo das ist. Ich kann es nicht lesen. Maske durchgestrichen, keine Ahnung. Fairtrade Fun Zone. Wir wissen alles, wo das eigentlich sein könnte. Krasse Ecke auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Ich frage mich das schon die ganze Zeit. Moment mal. Das führt direkt zum Coffee World. Wir gehen mal hier rein. Hier passiert nichts im Licht. So, jetzt gehen wir ganz kurz direkt zur Falltafel. Ich habe keine Zeit für alte Fragen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht, hier alles draufhauen hier. Was ist das denn? Festwagen macht ein Geräusch. Fehlt ein Soundtrack? Kann gut sein. Der Festwagenmörder benutzte ein Messer. Kunst ahmt das Leben nach?
Was zum Teufel? Einfach alles hier draufhauen. Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? Ja, gut möglich. Digga. Warte mal, was ist das denn hier? Hutori schwang Messer und stach immer wieder zu? Wohin gehört das überhaupt? Sieht falsch aus. Wartet mal. Ich probiere es jetzt einfach mal hier, zack. Hier mal weitere Sachen. Das ist gut so. Sollten sich die Figuren bewegen? Ich weiß jetzt, was dem Festwagen fehlt. Ja, so grob, habe ich auch vorhin gesagt, ne? Was wir brauchen. Habe ich mir schon fast gedacht hier. Das ist schon wirklich geil gemacht. Warte mal, Freunde, ich will mal ganz kurz hier was gucken. Und zwar will ich mal hier kurz in unser Inventar mal schauen. Schmerz, bitte haben wir, Trauma, Schrotflinte, Munition etc. pp. Finde ich richtig geil, nutzen wir auch kaum. Leuchtfackel zum Werfen, strahlt ein intensives Licht über eine Zeit lang aus, kann in der Hand gehalten oder geworfen werden. Ja, cool, aber ich glaube, das brauche ich nicht so. Jetzt habe ich noch sonst Gegenstände hier, okay. Alles nicht nötig. So, aber wir müssen was ganz anderes machen, Freunde. Und zwar schauen wir mal hier kurz weiter. Auf der Falltafel hatten wir nichts, ne? Profiling, doch, Profiling kann ich machen. Hier fehlt nämlich was. Hier, Freunde. Let's go. Die Elchschädelmaske. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elchschädelmaske ist. Malik? Alter Schwede. Meine Skriptseiten. Hier sind auch wieder einige Informationen. Wie die Leute, die es lesen wollen, einfach Stopp drücken. Alter Schwede, alter Schwede. Warte, Profiling. Die Deputies, sind die das oder was? Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Steak ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Und wo ist sie? Wo ist die Maske? Koche und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen in der Coffee World. Nun, da gehen wir natürlich hin, Freunde. Das machen wir, komme was wolle. Heiliger Bimbambino. Da wollen wir mal sehen. Er ist hier. Ich wusste es. Ich habe sie dazu gebracht, ihn mir zu zeigen. Lol, direkt vor unseren Augen, oder was? Ja, dann nehme ich das mal gerne auf. Jetzt muss ich die Maske zum Wagen bringen. Oh mein Gott. Das wird so krass jetzt. Nein, bitte nicht. Irgendwas Gestörtes wetten. Wohin aber? Hier, aufsitzen. Der Elchschädel kommt hier, natürlich. Und jetzt? Hat der... Er braucht irgendwelche Gegenstände hier drauf, ne? Lol, ey. Heiliger Bimbam. Okay, den Rest muss ich suchen. Ich verstehe. Ich verstehe, das ergibt Sinn. Das ergibt wirklich viel Sinn gerade. Wartet mal, Freunde. Wir gehen mal hier kurz raus.
Die Geschichte. Okay, das ist Quatsch. Hier, Spur des Kultes. Zack. Die Elchmaske erschien auf dem Brunnen. Perfekt. So. Mocha wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. So, dann will ich rausgehen und dann machen wir uns da mal auf den Weg, würde ich sagen, oder Freunde? Wir haben 3 Orte, soweit ich weiß. Ich guck mal nochmal. Sicherheitshalber, Freunde. Und dann mache ich mir ein Foto davon. Ich habe das jetzt nicht so im Kopf. Also, Souvenirladen wissen wir. Coffee World, Espresso. Warte mal. Davon mache ich mir kurz ein Foto, weil sonst verchecke ich das. 1. Maske haben wir bereits. Und hier Fairtrade Fun Zone und Souvenirladen. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ich hoffe, ich find's. Irgendwie. Espresso ist sofort hier um die Ecke. Gehen wir direkt rein. Da war einer. Hier war gerade einer. Ich hab's gesehen. Geht das Teil jetzt eigentlich an? Habe ich ja probiert letztens. Kein Saft. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Aber wo? Hier geht auf jeden Fall ein Kabel lang. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner irgendwo, Freunde. Hey, hey. Bestimmt hier außerhalb irgendwo, ne? Da! Ich hab doch eine. Fehlt. Ohne sie funktioniert die Bahn nicht. Ich hab eine Sicherung. Haha! Ich hab eine Sicherung gehabt. Let's go, Freunde. Das ist unsere Chance. Tütüt! Weihnachtsmann und Coca-G. Also gut. Jetzt muss ich ihn nur noch in einer Position anhalten, in der ich an die Platine da unten herankomme. Ja, ich probier's mal. Ja, das hat ja richtig viel gebracht. Machen wir nochmal neu. Wir probieren es nochmal. Shit. Das war richtig schlecht. Probier es nochmal. Yes! Tada! Dankeschön. Stell dir mal vor, ich bin hier gefangen oder so. Oh nee, müssen wir jetzt da so durch oder was? Das ist echt richtig, richtig geil in dem Spiel. Wirklich. Haben die voll geil gemacht. Das Game, man kriegt so gute, also das bewerte ich auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall sehr gut bewerten. Das sehe ich jetzt schon. So, hier war was. Die Platine. Die habe ich gebraucht. Oh, das Ding bewegt sich, Digga. Scheiße. Zum Glück saß da niemand drauf. Ja, dann hätten wir echt ein Problem. Haben wir hier noch sonst Gegner? Digga. Wird das genutzt? Tschüss, was geht denn hier ab, Alter? Oha! Mach das Teil mal aus, Junge, was ist los? Oh, kann ich gar nicht. Okay. Dann schau mit V. Digga, wir sind komplett bekloppt, ich schwör's dir ehrlich. Wer ist so... Oh mein Gott, ey, wie kriegst du einen Anfall? Warte mal, können wir die Sicherung rausnehmen? Probieren wir es mal. Nee. Kein Wunder, dass sie die Sicherung rausgenommen haben. Dafür Hyperaktive. Irgendwelche Hyperaktiven da einfach drauf sitzen und so. So, das erste haben wir gehabt. So, das zweite, Freunde. Ich schau mal kurz auf mein Handy. War Souvenir, ne? Fairtrade Fun Zone. Fairtrade Fun Zone. Wo ist das überhaupt? Was ist das denn? Free Gift Shop. Oh, ich habe keine Ahnung, wo Fun Zone ist. Ich glaube, Fun Zone ist. Ist das hier oben? Warte mal, wir müssen lesen.
Warte mal, wir gehen mal hier hin. Erstmal gehen wir zu diesem Ort, wo wir sowieso reingehen wollten. So, hier muss irgendwas sein. Frage ist nur, wo? Ach, guck mal hier. Ein Spielzeugmesser muss reichen. Ja, cool. Danke. Spiel wurde natürlich gespeichert, logisch. Das heißt, hier werden wir irgendwelche Feinde wieder haben. 100%. So. Richtig kaputte Leute hier, ehrlich. Die Atmosphäre ist richtig gut gelungen, ehrlich. Atmosphäre ist richtig gut. So, Funpark, Funzone ist hier auf jeden Fall, würde ich sagen. The Percolator. Funzone ist hier, safe. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Hier ist doch die Funzone, oder? Fairtrade Funzone, ja. Hier links, glaube ich. Ja, okay. Freunde, ich bin ready. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist die Funzone. Oh, können wir lange suchen hier. Bin ich doch richtig, oder? Nee. Ich bin runtergelaufen. Das muss, hätte ich eigentlich nicht machen müssen. Ich hätte, glaube ich, nach oben gehen müssen. Habe ich wohl vercheckt. Hier ist die Funzone. Dunkle Rüstung. Da. Gott sei Dank. Die Kassette. So, bitte jetzt keine Gegner oder so. Ich habe keinen Bock auf euch. Alter Schwede, ehrlich. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurück. Wenn es natürlich klappt. Kein Bock auf irgendwelche Gegner. So, ihr Psychopathen. Ich bin ready. Wir haben jetzt alle Objekte, die wir brauchen. Guck mal, das Teil bewegt sich da immer noch hinten. Lol. Wow. Nein. Einer ist hier noch. Voll Pfosten. War klar, dass sie wach werden. Axt wollten die auf mich werfen. Ihr könnt doch alle. Ihr könnt doch ganz normal alle hier drauf. Wo ist das Problem? Geht doch einfach hier drauf. Könnt doch einfach hier drauf gehen und euren Spaß haben. Aber ohne mich. Ich mache nicht mit, sage ich euch jetzt schon. Könnt ihr ohne mich da irgendwie euren Spaß haben. Ihr braucht mich gar nicht. So, Freunde, jetzt ist es soweit. So, das erste ist hier. Da kommt einmal die Platine rein. Etwas, um die Arme zu bewegen. So, jetzt haben wir hier ein Messer. Da ist dein Messer. Und hier kommt dann die Kassette. Und unheimliches Gelächter für die Atmosphäre. Let's go, Freunde. Das Ritual. Okay, Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Was ist das, ein Portal? Betritt den Übergang zum Brunnen. Let's go. Es wird brutal. Nee, jetzt ist es auch noch so dunkel. Teufel, wo bin ich? Kein Bock. Gar keine Lust. Wirklich null. Gar keine Lust. Lol. Was ist das denn für ein Ort?
Oh mein Gott, das ist so krass hier. Spooky Ort hier mal wieder am Start, ey, ohne Scheiß. Gut, dass ich die Lampe hab, ey. Sonst wäre ich echt hingeschmissen. Ist hier jemand drin? Ich glaube, das ist zum Speichern, oder? Was ist das? Wieder die Deputies in der Leichenhalle. Neues Manuskript. Dankeschön. Brauchen wir. Diese Drecksverarscher, ne? Alter, ist das einfach eine Sauna oder was? Ist eine Sauna, oder? Lol, die haben einfach eine Sauna hier. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, auf eine Sauna hätte ich jetzt auch Bock. Aber nicht in dieser Nacht mit diesen Menschen. Ist mir zu gefährlich, zu gestört, um ehrlich zu sein. Das will ich nicht haben. Okay, Freunde. Ich glaube, wir sollten mal kurz auf die Karte gucken, wo wir sind. Ja, kein blassen Schimmer natürlich. Unentdeckter Ort. Digga. Wie crazy. Ich glaube, dann gehen wir einfach diesen Gehweg hier. Den Weg nach oben. Du hast Logan ertrinken lassen. Wer hat da gesprochen? Zeigen wir der Schlampe, wer das Sagen hat. Shit. Zeig dich, Mann, wo bist du? Der Typ will's wissen, aber richtig. Muss ich runter? Logan? Das ist eine Falle. Ich bin hier. Ich komme. Eine Falle. Logan! Egal, ich gehe trotzdem runter. Ich glaube, das ist eine Falle. Oh mein Gott. Das ist eine Falle, Digga. 100%. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten. Ich brauche den Klicker. Komm, Beeilung, Alter. Ohne Scheiß. Da ist ein Gegner. Wait, ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Das ist eine Schleife. Genau wie zuvor. Fake? Was war denn hier? Fake oder was? Mochas Begräbnis und bla bla bla. Hier ist nichts. Ich suche umsonst. Alles umsonst. Ich muss oben lang, glaube ich. Es geht nicht anders. Es muss irgendwo was sein. Was ist der falsche Weg? Keine Ahnung. Es regnet jetzt sogar. War der falsche Weg. Da gehe ich bestimmt jetzt nicht nochmal lang. Fake-Gegend. Einfach eine Fake-Gegend, ehrlich. Ich glaube, ich muss hier. Ne, also das ist der falsche Weg, glaube ich. Ich glaube, wir müssen da hinten lang, Freunde. Hier lang, glaube ich. Digga. Ey, willst du mich flachsen? Wartet mal kurz. Ich werde mal hier kurz auf die Falltafel ganz schnell. So, das habe ich für später. Ja, mehr habe ich nicht, oder was? Alles klar. Okay, das ist natürlich Quatsch, was ich hier mache. Also hier wird auf jeden Fall nichts sein. Ich glaube, wir gehen dann mal hier lang.
Aber Bro, warum? Das muss dann hier auf jeden Fall sein. Oder hier? Wo ist dieser Ort? Das frage ich mich wirklich. Hier ist nichts. Dann ist das wieder dieser Gully oder was? Oder da oben? Boah, Digga, das ist einfach gerade richtig ekelhaft. Okay, ich gehe wieder runter. Scheiß drauf. Wow, fuck! Das ist ein Albtraum. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Alter, habe ich mich erschrocken. Was ist das für ein Albtraum? Da ist Licht oben. Lass mich bitte in Ruhe, ich habe keine Lust mehr. Kacke, ey. Digga, ich laufe hier die ganze... Das, liebe Freunde, was da hinten passiert, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 euer Melek. Haut rein, wenn ich mich weiterhin hier manövriere. Das ist ein krasser, kranker Albtraum ohne Witz. Ciao, ciao, euer Melek.